Die Brustverkleinerung ist der zweithäufigste Brusteingriff, den wir durchführen. Er wird durchgeführt in der Regel bei zu großer und zu hängender Brust. Meistens ist auch die Brustwarze durch verschiedene Einwirkungen oder Ereignisse wie Schwangerschaft, Gewichtsveränderung oder einfach Alter nach unten abgesunken. Das Ziel einer Brustverkleinerung ist also zum einen, das Brustdrüsenvolumen zu reduzieren und eine kleinere Brust zu formen, die Brustwarze an ihren ursprünglichen Ort, also in der Regel weiter nach oben zu versetzen und die überschüssige Haut zu entfernen. Wir führen diesen Eingriff ausschließlich narbensparend durch, das heißt auf einen Schnitt in der Unterbrustfalte kann verzichtet werden. Die Brustdrüse wird neu geformt und die überschüssige Haut entfernt und die Haut über der neu geformten Brustdrüse verschlossen, sodass anders als bei alten Techniken die Haut im Grunde genommen keine Haltefunktion hat. Denn das funktioniert oft nicht besonders gut. Man kann sich vorstellen, wenn jemand 50 Kilo zunimmt, dann gibt die Haut nach und so ähnlich passiert das auch mit dem Einfluss der Schwerkraft auf das Brustdrüsengewebe und deswegen ist die Haut in Ausführung einer Haltefunktion völlig ungeeignet und zur Verkleinerung und auch zur ästhetischen Verbesserung der Brust muss eben die Brustdrüse neu geformt werden. Vorteil der narbensparenden Techniken ist also nicht in erster Linie nur das reduzierte Narbenbild, nämlich eine I-förmige Narbe mit einer Narbe um die Brustwarze herum und einem 6 bis 8 cm vertikalen Schnitt, der bis annähernd zur Unterbrustfalte reicht, sondern auch die verbesserte Ästhetik und die verbesserte Dauerhaftigkeit der Ergebnisse im Vergleich zu den konventionellen T-Schnittmethoden. Wir führen den Eingriff in der Regel mit der Hochfrequenzchirurgie durch, eigentlich praktisch immer, sodass selbst bei Brustverkleinerungen, bei denen 500, 600 oder sogar 1000 Gramm pro Seite entfernt werden, auf Drainagen verzichtet werden kann. Das Ganze wird natürlich nicht dogmatisch verfolgt. Wenn es den Anlass dafür gibt, eine Drainage zu legen, dann wird dies auch getan. Aber das findet nicht mal einmal im Jahr statt, bei einigen 100 Brusteingriffen hier.